Ja. Oh nein, Masuki und Nenshi, eine Katastrophe verbunden, dann steht vor dem Untergang. Masus Festung greift uns aus der Luft an. Ach so, der Atombunker. Das Atomkraftwerk da. Wir außen mit einem Vergeltungsschlag. Bei Luftangriffen sind wir völlig hilflos. Genauso wie die Atomkraftwerke. Der Hof in der Hofstadt von Prinzessin Peach wurde wohlbehalten gen Little Town, Toad Town, evakuiert. Und ich kenne den Namen noch nicht, weil ich hier noch nicht lange wohne oder so. Gut, Prinzessin Peach ist in Sicherheit. Aber man ist fest und mir droht das immer noch. Den kennen wir was tun, ey. Was? Du kennst in Bowsers Festung den Weg? Vom Bowsers Zimmer bis zum stehenden Örtchen. Ach so? Natürlich. Natürlich, meine ich. Ihr seid ja Experten für Bowsers Festung. Wenn ihr meinen dorthin geht, ist das sicher eine gute Lösung. Nein, in nationalen Angelegenheiten können wir nicht immer Mario und Luigi in Anspruch nehmen. Mag sein, jedoch. Adieu. Hey, Mermaid, du gehst doch... Wo gehst du hin? Doch nicht etwa allein zu Bowser? Eure Majestät, sollen wir nicht auch etwas unternehmen? Stimmt. Es bringt nichts hier zu warten, was als nächstes kommt. Ja, und was sollen wir tun? Chillen, oder was? Hallo? Hallo? Hi. Wenn ihr Bowsers Festung habt, dann haben wir noch Hoffnung auf ein gutes Ende der Geschichte. Irgendwo ein Flugdings? Wenn ich jünger wäre, würde ich seine Füße packen und dem Prinzen hinterherfliegen. Hust, hust. Könnte es sein, dass damit der... Ne? Weißt du, ne? Ne. Moment. Es gab doch diesen einen... Scheiße, wir haben da gar keinen... Egal. Es gab doch diesen einen Greifvogel da, diesen einen Dinosaurier. Der konnte fliegen. Nein! Darauf wärst du nicht gekommen. Nein! Er ist auf keinen Fall damit gemeint. Ich hab gedacht, was für Ideen kommst du hier schon wieder? Und nein, jetzt kannst du sie nicht mehr anspringen. Dafür mache ich 50 Schaden einfach mal. Okay, sollte ich aber gegen die Gegner auch machen. Bla bla. Bla bla bla. Genau hier nämlich. Hier nach oben. Ach, hier können wir eigentlich auch mal gucken, was hier ist. Nie. Vielleicht ist die Abkürzung. Dieser eine dicke. Ja, der war da auch noch. Copa da. Was zur Hölle. Ich habe gar keine Lust, mir das hier gerade anzugucken. Doch. Nein. Du guckst das jetzt. Doch. Nein. Hallo? Du könntest was Wichtiges verpassen oder du könntest das wichtigste Item im Spiel verpassen. Was soll das? Oh, dann mach ich's halt. Wenn da kommt wieder so ein übermächtiger Bosskampf irgendwie. Jetzt kommt Sephiroth. Was zur Hölle ist das denn? Oder es kommt absolut gar nichts. Auch nicht schlecht. Oder es kommt. Vielleicht musst du da irgendwie Feuer oder. Oder Gegenschlagen oder Feuer. Oder Elektro. Ach, weißt du was? Ich habe jetzt gerade keinen Bock. Tut mir leid. Guck ich mir später nochmal an, diese mysteriöse Stelle. Und da hinten war auch noch ein Koopa, ja, genau. Den kann ich ja jetzt auch weg. Bam. Nochmal hier hinten gucken. Ach, hier war ich sogar schon mal, oder wie? Ja, was zur Hölle. Moment mal, muss ich jetzt hier lang, oder? Ne, hier geht's zur Wüste, okay. Sind wir verlabarentierter. Musst du aber schon hier lang, gell, ne? Gell? 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 Ja. Ist ganz so begeistert. Ja. Bla bla bla. Und jetzt hier lang, irgendwo. Ach, scheiße, ey. Was ist das denn schon wieder?
Wahrscheinlich wäre es intelligenter gewesen, wenn ich... Ach, hier bin ich richtig. Hier ändert sich nämlich gar nicht die Musik. Ah. Genau. So, jetzt müssen wir noch den scheiß Greifvogel finden. Hier. Hi! Was war so fest zu greifen? Und dann anderen. Ich weiß gar nicht, wie ich den gesprochen habe. Und mein Mann hat sich auf den Weg dorthin gemacht. Verstehe, die Lage ist also ziemlich ernst. Gut, haltet euch an mir fest. Wir fliegen zur Bowser-Festung. Bereits im Abflug? Ja. Nö. Oha, jetzt wird's epic hin. Also, dass sie sich da mit einer Hand festhalten können? Sieht sehr toll aus. Ich warte hier, wenn ihr mich zurückfliegen wollt, sprecht mich einfach an. Nö, eigentlich noch nicht so gerne. So, und jetzt kommt das letzte Level und dann kommen noch die letzten Boss-Fights. Spoiler! Haha. Egal, ich weiß auch schon ungefähr, wie es weitergeht, aber ich tue, lass mir einfach mal nichts anmerken. Es wird auf jeden Fall ein Spaß, das weiß ich schon mal. So, erste große Tür. Ludmilla, Mario und Nichi greifen die Festung an. Entschuldigung, ich hatte gerade keinen Stimmbruch mehr. Pah, als ob die es diese Rohrkrepierer bis hierher schaffen würden. Bowser Brut, ihr seid dran! Los, Pikachu! So, irgendwas, Roy. Wo war Roy? Roy aber auch da. Yay! Aber es ist halt nicht Roy's One, ne? Es ist nicht Roy's One, Kessel. So, ihn vorbringen. Deine Mutter! Ich hab Angst. Genau. Guck mal, was Mario alles machen kann. Hm? Kann so ein bisschen in der Luft schweben bleiben. Ja, nein! Das stand ja auch nur dran. Doch! Erzähl keinen Scheiß, Remke. One Hit. Oh, Junge. Oh, der leider nicht. Das bringt's ja richtig. Das ist ja geil. Das ist irgendwie nice. So, der war doch nicht so schwer. Wir müssen mal wieder ein bisschen trainieren, weil ich ja ziemlich viele Kämpfe ausgelassen habe. In die nächste Tür geht's hinein. Ich habe jetzt schon Angst vor diesen ganzen Kindern, die gleich kommen werden. Da ist ein Buu. Klang jetzt auch etwas komisch. Ich habe Angst vor den ganzen Kindern, die jetzt kommen werden. Ja, Kinder sind halt böse. Oh, was sind das denn schon wieder für Gegner? Alter! Ja, ich bin schon fast wieder tot. Geil. Item! Zum Glück habe ich genug hier. Super Pilz. Wie viel HP die? Delicious. Wie viel HP die beiden jetzt auch auf einmal haben? Ja, schon irgendwie nice. Ich bin fast 100. Natürlich verglichen mit den Bossen ist das absolut gar nichts. Mit was? Was hat er mir jetzt geklaut? Springen verboten, ach geil. Geil. Jetzt nur als Attacke oder noch als Ausweichmanöver? Als Attacke fände ich das jetzt. Doch, das ist übel scheiße. Das ist richtig scheiße. Weil ich kann mit diesen. Ach, mach auch einfach mal 57, weil damit ist kein Problem. Finde ich gut. So. Schlachtbrüder nochmal. Schlachtbrüder. Lass mich in Ruhe. Den Buu habe ich gerade nur einen Schaden gemacht. Wahrscheinlich kann ich den nur mit Feuer besiegen, oder? Oder? Was weiß ich? Vielleicht muss ich ihn auch anspringen. Stimmt denn nicht, der scheiß Vieh-Dingens. Ach, Springen ist immer noch verboten. Herrlich. Und zwar auch als Ausweichmanöver. In diesem Kampf jetzt nicht so schlimm. Au. Kann ich mir vorstellen, dass ich auf Buu springen soll, oder? Probier's mal mit Hand. Magie! Okay, ich kann mir vorstellen, dass ich auf Buu springen muss.
Ach, da mache ich ja viel Schaden bei dem Teil. Dann schreibt mich Christoph auch noch an. Oder so. Alter. Langsam reicht's. Sekunde. Frag ihn mal, was er geschrieben hat. Ich habe so Bock gerade auf das Spiel heute noch durchzuspielen, weil ich jetzt geht's voran irgendwie. Aha, ich komme da nicht mehr hoch. Okay, ich muss dann zurück. Wenn ich es verkackt habe. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Einmal darum. Und nochmal. Ha, hast du das gesehen? Du musst mich mal seelisch unterstützen. Ich bin gerade dabei, Christoph zu fragen, was er, warum er dich jetzt auf einmal anschreibt. Geil, oh. Minchi ist tot. Haha. Oh, haha. Egal, wir haben uns ja ein paar Ups gekauft. Er hat noch Troll oder geschrieben. Das war so ein Plan. So, einmal auf die alle zusammen hier. Okay, die Hammerbrüder habe ich glaube ich schon verstanden. Nein! Mach auf einmal was anderes. Ich bin gewappnet, ich bin gewappnet. Der Endgegner hat bestimmt einen Traum. Du hast bestimmt einen Traum, wenn du dann das mit Dark Souls machst. Ich glaube, hier ist der schlimmer. Es gibt keine schlimmeren Endbosse als in diesem Spiel. Sie wurden angestupst. Moment, das will ich jetzt mal sehen. Was steht da? Achso, das war noch das von Silva und Christoph hat geschrieben. Channel switched. Jetzt habe ich dieses Channel geswitcht. You were moved. Das war sehr intelligent. Das war unfassbar intelligent. Ich komme mit dem Trackpad nicht klar. Schiffsdurch hat geschrieben Trollerloy, könnt ihr jetzt auch sehen. Und was hat Felix geschrieben? Felix schloss sich den Chat wieder an. Felix blablabla, Felix blablabla, Felix blablabla. Oh Gott, Trackpad ist echt herrlich. Es gibt quasi keine bessere Erfindung. Oh ja, genau. Warte, ich nehme kurz mal die Maus. Live und ungeschnitten. Auch doch, vielleicht schon geschnitten, aber... Felix hat geschrieben, nehmt ihr auf XD? Nein, deswegen sind wir auch im Aufnahme-Channel. Oh. Ich liebe die Leute. Hackebrüder. Weißt du, immer wenn einer von den beiden jetzt irgendwie beim Aufnehmen ist. Nehmt ihr auf? Auch an und schreiben, nehmt ihr auf? Oder Trollerloi. Nehmt ihr auf XD, Doppelpunkt, D, Doppelpunkt. Nein, XDDD. Ich mach 102 Schaden mit einem normalen Sprung. Wenn die Verteidigung von mir gesenkt Sprung. Ist. Das war ein toller Sprung, das war kein normaler. Ja, dann das halt. Das war toll. Ich fand ihn super. Siehst du? Ach ja. Ich hasse dich. So. Guck, du machst gar nicht 100. Erzähl keinen Scheiß, Remke. Halt mich, lass mich in Ruhe. Kann auch nichts an mir. Du kannst ruhig die Pilze mal verbrauchen, weil die brauchst du ansonsten sowieso nicht. Ja und? Ich bin ein echter Gangster. Du, das war schlau. Du, spiel einmal mit meinem Controller, ja, und dann reden wir weiter. Das ist echt, das ist nicht mehr feierlich, das Ding. Ich stell mir gerade vor, wie ich irgendwie Jump'n'Run so... Das ist komisch rüber. Spiele. Was? Wieso kriegst du da eigentlich so komisch rüber? Ja, weil die da oben die Dinger sind. Da falle ich immer gegen, wenn ich das nicht so mache. Ach so. Ich dachte, die wären in der Deko. Hättest du mal zugehört, hättest du was gesehen. Ich war gerade dabei, Christoph zu fragen, warum er mich anschreibt. Ingis Zimmer. Das weiß ich schon mal nicht so gut ist. Kann ich hier rüberfliegen? Nein, natürlich nicht. Surprise. Hi. Ingi. Hi. Auch der erste Boss bei Super Mario World, wenn ich mich gar nicht irre. Hol mal die Liste mit den Super Mario World. Oh, New Super Mario Boss, so angefangen. Der hat blaue Haare, nein, grüne. Seine Oma. Das war aber, weil da ist er glaube ich nicht der erste Boss.
Er war der fünfte, glaube ich, in der Eiswelt. Ach geil, ich bin verwirrt und sie muss jetzt die Tasten andersrum drücken. Kann ich ihn. Geil, ich kann auch keine Items mehr nehmen, das heißt. Ist Luigi jetzt nicht total geschädigt? Schon geil, ne? Oder habe ich ihn geheilt? Geil. Geil. So, jetzt kann ich nochmal gucken wenigstens. Doch, ich hatte ihn ja schon geheilt. Ich habe schon die ganz normalen Pilze genommen. Du hattest zwei Superpilze und einen normalen genommen dafür. Ach so, jetzt ist es nochmal anders. Jetzt gehe ich mit der. Och, das ist scheiße. Jetzt gehe ich immer mit der Taste links daneben sozusagen. Kann man ganz schlecht erklären. Das heißt, hiermit gehe ich jetzt nach unten, genau. Das ist immer anders. Eigentlich war es genau Spiegelverkehrt einfach, das war noch einfach eigentlich. Und jetzt gehe ich halt mit oben nach links, mit rechts nach oben, mit unten nach rechts. Mit unten nach rechts, ja. Und mit nach links nach unten. Das ist richtig scheiße. Lass mich nochmal. Hi, Iggy. Also du gehst mit oben gehst nach links, ne? Ja. Das hatte ich schon mal bei Devil May Cry, bei dem dritten, als ich meinen Xbox-Controller angeschlossen habe, weil er dachte, das wäre so ein Controller, den man so aufrecht hält, ne? Was? Aufrecht? Der Xbox-Controller, der geht, ist ja so von links nach rechts, ne? Ja. Und der hat halt gedacht, das ist so ein Controller, den man der halt dann so von oben nach unten länger ist, ist von den halt so gedreht, von den halt so gedreht hält. Dann dachte der, dass bei dem rechten Stick rechts oben ist links ist unten und unten ist rechts. Ja, hätte ich auch gedacht. So, wir machen einmal eine Extra-Attacke. Da muss ich mir erstmal ganz tolle Programme aus dem Internet runterladen, die es mir dann erlaubt haben. Auf dem sogenannten Internet. Zu ändern. Ja. Kennst du noch? Ganz geheim. Kennst du dieses YouTube-Video oder diese. Es kommt, glaube ich, aus einer Radiosendung. Das ist so geil. Da ruft einer bei der CDU an, ne? Also so bei deren, bei deren Hotline oder was auch immer. Und ja. Dann fragen ja, drucken Sie eigentlich immer noch das Internet aus? Der am Telefon, ja. Und er dann, ja, danke. Das ist so geil. Drucken Sie eigentlich immer noch das Internet aus? Ja. Sonst wäre das eben total selbstverständlich. Das fand ich super. Muss ich später mal schicken. Guck mal, wie viel Schaden wir machen, wenn erstmal deren Verteidigung gesenkt ist. Extra! Und hey! Oh Junge! Der ist ja auch irgendwie nicht so schwer auszuweichen. Junge! Das ist mein Gegner nach meinem Geschmack. Au. Junge! Wo hab ich den extra? Nirgendwo. Geil. Luigi's Ding. Luigi hat ein extra, wie sagt dann Mario? Wieso, Vicky? Du musst bei Mario erstmal Hackebrüder machen. Bis du da das extra kriegst. Ja, Hackebrüder kann ich aber mit diesem Controller nicht anwenden. Das geht nicht. Warum nicht? Weil ich dafür oft A drücken muss und das geht mit dem Controller nicht. Das war doch Flammenbrüder. Nein, das war Hackebrüder, das war beides. Guck. Das muss eigentlich viel öfter kommen. Starkbrüder, okay. Was kann er denn jetzt hier machen? Oh. Das bringt's ja. Das bringt's wirklich. Das war nicht schlecht. Ach, das wollte ich gar nicht machen. Egal. Er ist sowieso tot. Oh halt, falsche Musik. So. Ach geil, der steht irgendwo da hinten rum. Will mich abschießen.